wir müssen natürlich auch bald damit rechnen, dass die Leute da draußen, die Fans, exakt die gleichen Probleme bekommen wie wir. Wer von denen hat in ein paar Wochen oder ein paar Monaten noch eine Arbeit? Wer hat seine Arbeit verloren? Wer musste an seine Ersparnisse? Hallo, hier ist Rock Palace Back Home mit einer neuen Folge aus meinem Studio unterm Dach. Und heute gucken wir mal in die USA, was da derzeit los ist. Das bekommen wir vor allem durch die Nachrichten immer mal mit. Aber besser ist natürlich, man hat so eine Art Augenzeugen, der das alles hautnah miterlebt, weil er da nämlich lebt. Und damit wären wir bei Euse Ronsberger. Euse reist eigentlich den größten Teil des Jahres als Tourmanager von Bands wie Parkway Drive, KIZ, Casper und den Donuts durch die Weltgeschichte, lebt aber seit einiger Zeit in Portland, Oregon. Euse, wie geht's? Hey Ingo, also mir geht's sehr gut. Also ich will mich nicht beklagen. Wie kommt's eigentlich nun mal, bevor wir uns über diese ganze Problematik ein bisschen unterhalten und so, dass ausgerechnet du als Bayer aus der tiefsten Provinz in Portland, Oregon gelandet bist und lebst? Der Vorteil ist natürlich bei dem Beruf, den ich ausübe als Tourmanager, dass der Standort in Anführungszeichen relativ egal ist. Das heißt, wenn man mit einer Band arbeitet, so wie ich die letzten paar Jahre mit einer Band wie Parkway Drive, also einer internationalen Band, die nicht nur auf einen Markt oder ein Land beschränkt ist, die tourt ja immer und überall. Und es ist dann eigentlich egal, wo dein Standort ist, solange ein Flughafen in der Nähe ist und die Internetverbindung gut ist. Und dann kann man eigentlich überall leben und deshalb einfach mal ein bisschen was anderes ausprobieren. Aber wieso ausgerechnet Portland? Großartige Stadt. Also, warst du schon mal hier? Ja, ich war schon mal da. Ich kenne diesen tollen Buchladen zum Beispiel dort. Ah, Pauls. Sehr natürlich. Gut, ja. Die Tasse steht da hinter mir im Schrank. Einfach eine tolle Stadt. Schön, liberal, groß, viel Angebot, aber nicht so groß. Zum Beispiel die Straße hier, es fühlt sich an wie in so einem Suburban, wie bei E.T. Essen ist ganz toll. Für mich als Veganer ist das ein absolutes Paradies hier. Und es gibt ein paar Clubs da. Ich war auch schon dort mit den Donuts damals. Warst du bei der Show dabei in Portland damals? Nee, war ich nicht dabei. Die Show mit Flogging Molly? Nee, da war ich nicht mit genau. dabei. Genau. Und dann war ich mal mit Skinny Lister, mit einer britischen Band, war ich auch mal in einem der kleineren Clubs dort. Oh, das war auch ganz cool. Nee, gibt natürlich super Clubs hier. Jeder kommt hier durch mittlerweile. Es war wohl früher nicht so. Also früher war wohl Portland und Seattle kaum bespielt. Ist natürlich auch die Heimat einer der besten Punkbands aller Zeiten, Poison Idea. Die kommen auch aus Portland. Wir bekommen hier natürlich nur die Berichterstattung aus den USA mit im Fernsehen, ne? Wie da die Lage aktuell ist, wie damit umgegangen wird, was man von Trump an Krisenmanagement mitbekommt. Das wirkt wie so vieles ziemlich unverantwortlich, ziemlich nach Chaos sieht es aus. Wie erlebst denn du das gerade als jemand, der da lebt? Also Portland ist natürlich immer Ausnahme. Genauso wie so Städte wie Austin in Texas eine Ausnahme sind. Das sind so, wie sagt man so schön, so Pockets in sehr konservativen Gegend. Oregon ist ja auch sehr konservativ, wenn du aus Portland rausfährst. Aber Portland an sich ist natürlich super liberale Stadt, politisch sehr fortschrittlich. Das heißt, die Leute waren hier sehr früh mit an Bord und sehr verantwortungsbewusst. Liegt bestimmt auch daran, dass ja Washington State direkt über dem Fluss ist. 2 Minuten von hier mit dem Auto sozusagen. Der Staat war jetzt sehr hart betroffen. Seattle war sehr hart betroffen, sofort. Und deswegen, glaube ich, hat Oregon oder Portland an sich sehr früh reagiert. Also die Läden, Cafés waren schon zu. Da gab es überhaupt keine Anordnung irgendwie aus Washington. Die waren, würde ich jetzt mal behaupten, zum Beispiel New York, der Stadt 2 oder 3 Wochen voraus mit ihren Maßnahmen. Also hier wird sehr verantwortungsbewusst damit umgegangen, was vielleicht aber auch daran liegt, dass die Stadt, wie gesagt, ein bisschen fortschrittlicher ist und auch nicht so groß. Das heißt, es war leichter zu regulieren. Man merkt da, die Leute nehmen die Maßnahmen an. Es gibt hier keine Panik. Klar gab es die üblichen Hamsterkäufe, Dinge, die rar sind, wie überall, Tomaten, Klopapier und Hefe. Aber ansonsten hatte ich nie den Eindruck, dass hier irgendwie Chaos ausbricht oder die Kontrolle irgendwie verloren geht. Man merkt aber, dass die Westküste an sich, die Governors von diesen 3 Staaten, also Washington State, Oregon und Kalifornien, sich entschlossen haben, ihre eigene Schiene zu fahren, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, unabhängig von dem, was aus Washington kommt. Und was auch gut ist, man fühlt sich gut aufgehoben, weil aus Washington ja eigentlich nur relativ viel Müll kommt. Eine ziemliche Katastrophe, die wahrscheinlich auch für höhere Fallzahlen sprechen könnte in den USA, ist ja nach wie vor das Gesundheitssystem, ne? In den Staaten. Krankenversicherungen haben ja längst nicht alle da oder können sich nicht alle leisten oder die Leistungen der Krankenversicherung können sich nicht alle leisten, die nötig wären. Wie machst denn du das?
Ich bin über Auslandskrankenversicherung zum Glück abgedeckt. Okay, aber das ist schon insgesamt, ist das schon ein Problem, was du mitbekommst, auch bei Bekannten dort? Es wird besser. Die letzten Jahre wird es besser. Durch Obamacare wurde es einfach besser. Was aber ein Riesenkontingent an Leuten, die niemand sieht, ist zum Beispiel, sind hier die Obdachlosen. Du hast ja in Amerika wahnsinnig viele Obdachlose, auch in Portland gibt es sehr, sehr viele Obdachlose. Die haben keinerlei Zugang zum Gesundheitssystem, die haben keinerlei Krankenversicherung in irgendeiner Form. Die haben da keine Möglichkeit, sich zu isolieren und zu Hause work from home und schön Online-Konzerte den ganzen Tag anzusehen. Das sind Leute, die sind, wie sagt man so schön im Englischen, exposed, 100%, haben keine Möglichkeit, sich davor zu schützen und auch erstmal keinen Zugang oder keinen berechtigten Zugang zu diesem Gesundheitssystem. Und diese Leute trifft es natürlich besonders hart. Normalerweise besteht ja dein Job darin, eigentlich dauernd unterwegs zu sein, auf Tour. Was machst denn du jetzt und wie versuchst du das für dich gerade zu managen? Aus dieser Rat Race kurz rauszukommen ist gut, aber ist natürlich immer mit diesem Damoklesschwert über einem, dass man jetzt quasi auf Kosten seiner eigenen Ersparnisse lebt und in sehr, sehr kurzer Zeit die Ersparnisse halt einfach nicht mehr da sein werden. Und es dann für mich in meinem Beruf als Tourmanager auch keine Möglichkeit gibt, einfach, es gibt keine Möglichkeit für mich, in diesem Beruf zu arbeiten in den nächsten Monaten, wenn es nicht zu Lockerungen kommen wird. Und damit muss man sich natürlich auseinandersetzen. Was ist dein Plan? Hast du einen sozusagen Plan B aktuell? Der Plan B ist ja zum Glück was Richtiges gelernt. Was hast du denn gelernt? Krankenpfleger. Ah, cool. Und das ist dann natürlich die Option, als Krankenpfleger dann wieder zu arbeiten. Ist, glaube ich, momentan in Deutschland auch sehr gesucht. Als ich mich vor 14, 15 Jahren selbstständig gemacht habe, schlussendlich, also nicht dran gedacht oder nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann wieder in den Job einsteigen werde. Also das ist natürlich dann auch wieder eine Anforderung, aber andererseits freut es mich auch wieder mal ein bisschen was anderes zu tun und ist, glaube ich, auch für die eigene persönliche Entwicklung gar nicht so schlecht, wenn man ab und zu mal so einen Dämpfer bekommt und wieder mal ein bisschen aus der Komfortzone raus muss. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Stehst du in Kontakt eigentlich mit deinen Bands, also einerseits die du Tour managst und auch die von deinem Label? Was kriegst du da für Rückmeldungen? Also es kommt sehr, also wir sind natürlich alle in Kontakt und sprechen oft, weil man ja weiterhin Projekte hat. Was man an Rückmeldung bekommt, ist sehr unterschiedlich, wie groß die Band ist. Eine größere Band, die davon lebt und gut davon lebt, macht sich erst einmal weniger Sorgen. Also eine Band wie zum Beispiel Parkway Drive nutzt die Zeit und schreibt jetzt ein Album. Die ganz kleinen Bands, die gar nicht davon leben, haben auch wenig Probleme, weil die sich jetzt um ihre Hauptjobs kümmern, weiter in den Proberaum gehen, aber die waren ja noch nie von der Band abhängig. Die haben auch wenig Probleme. Die großen Probleme sind diese mittelständischen Bands, wenn man das jetzt mal so nennen will, die davon leben, die aber eher von Hand in den Mund leben und die stehen jetzt vor einer komplett zerschmetterten Existenz. Das Live-Geschäft ist einfach das A und O und es gibt auch hier gerade einfach kein Live-Geschäft für diese. Ich kriege teilweise mit, auch insbesondere aus dem Indie-Label-Bereich, dass sehr viel so auch DIY-Charakter jetzt gerade irgendwie abgeht. Also im Sinne von, man macht irgendwelche T-Shirts oder irgendwas, damit man irgendwie weiterkommt, irgendwie überlebt oder sowas. Wie ist das mit deinen Bands auf Endhits zum Beispiel? Die Leute, die es konnten oder die Bands, die es konnten, Nathan Gray zum Beispiel, Matze Rosse, die haben sehr, sehr schöne Online-Konzerte umgesetzt. Da gab es auch viel Spenden und viel Solidarität von den Fans. Es sind natürlich auch Konzepte, die sich noch 2-3 Mal komplett ausgelutscht hat. Wir kennen ja Menschen. Beim ersten Mal ist es exciting, beim zweiten Mal ist es, das war aber gut und beim dritten Mal ist es schon business as usual. Das heißt, du merkst auch sehr schnell, dass die Leute das Interesse daran verlieren, weil es einfach nichts Besonderes mehr ist. Sie haben es schon gesehen, jede Band macht es. Die großen Bands, die sich's leisten können, machen es sogar umsonst. Da muss man nicht einmal was spenden. Und das ist einfach kein Konzept, das sie länger tragen wird. Auch ein T-Shirt machen ist auch schön, aber wie viele Shirts kann man von einer Band kaufen aus Solidarität? Wir müssen natürlich auch bald damit rechnen, dass die Leute da draußen, die Fans, exakt die gleichen Probleme bekommen wie wir. Wer von denen hat in ein paar Wochen oder ein paar Monaten noch eine Arbeit? Wer hat seine Arbeit verloren? Wer musste an seine Ersparnisse? Und dann ist natürlich sowas wie Musik Luxusartikel. Und der wird natürlich wegfallen. Und man kümmert sich erst einmal, das Essen auf den Tisch zu stellen und die Miete zu bezahlen, bevor man sich mit so einem Luxusartikel wie einer farbigen Vinylscheibe eindeckt.
Problem ist natürlich auch, Leute sprechen immer, ja, die Streaming-Zahlen gehen hoch. Stimmt leider nicht, die Streaming-Zahlen gehen runter. Und zwar, also gibt viele Vermutungen, eine große Vermutung ist, die Leute hören viel Musik auf dem Weg hin zur Arbeit und zurück. Beim Sport geht alles momentan nicht. Die Leute streamen aber Filme, also für uns als Indie-Label hat es keinen Gewinn gebracht, auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil sogar. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft versuchst zu blicken, in die Glaskugel zu blicken, was siehst denn du da realistisch? Also die sagen ja hier, also in Deutschland bis August 2020 erstmal keine Großveranstaltungen und so. Hast du das Gefühl, dass es danach aber dann doch wieder so anlaufen könnte oder glaubst du, das wird sich noch eine ganze Weile danach auch hinziehen? Ich bin jetzt kein Experte, gell? Das ist wirklich reine Spekulation. Aber wir gehen ja davon aus, dass es im Herbst wieder etwas anziehen wird, was zur Ansteckung angeht. Das Problem ist auch, im Herbst, Winter kommen andere Krankheiten mit dazu, die ähnliche Symptome haben, schwer zu unterscheiden. Ich gehe mal schwer davon aus, die Leute werden zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht sicher genug sein, um mit gutem Gewissen zu einer Großveranstaltung gehen zu können oder zu gehen. Also deswegen, ich würde mich jetzt darauf nicht unbedingt verlassen. Das ist jetzt mein Bauchgefühl, das ist jetzt nicht fundiert. Ich habe nicht mit einer Expertenkommission darüber gesprochen, aber mein Bauchgefühl ist, was vielleicht passieren kann, ist Kleinkunst, Singer-Songwriter in kleinem Rahmen, aber zum Beispiel Sitzplätze in einem Theater, die so und so viel Abstand zueinander haben. Könnte man vorstellen, aber die Großveranstaltung oder das verschwitzte Punkkonzert mit Hunderten oder Tausenden von Leuten in eine Arena oder in einen Club gestopft, widerspricht ja komplett dem, was wir gerade machen. Da weiß ich nicht, ob ohne einen Impfstoff diese Kanäle wieder offen sein werden für die Leute, für die Freizeitbeschäftigung. Schwer einzuschätzen gerade. Also ich glaube, Deutschland freut sich darüber, dass du als Krankenpfleger dann zumindest für eine Weile wieder hier im Einsatz sein wirst, möglicherweise. Ich würde mal sagen, also wenn man dann im Krankenhaus ist, ne, dann kriegt man mit Sicherheit von dir somit die geilsten Geschichten erzählt über irgendwelche Künstler, die man möglicherweise total gut findet. Okay, schau mal, wenn ich im Altersheim arbeite, kann ich damit meinen Rockergeschichten wenig punkten. Genau, im Altersheim erzählst du dann Storys über Parkway Drive. Das finde ich eigentlich ganz schön geil. Ich glaube, das wird jetzt auch ankommen. Müssen wir mal schauen. Es ist ganz lieb, dass du dir Zeit genommen hast. Hey, vielen Dank. Geht ja momentan. Zeitlich ist man flexibel, würde ich sagen. Bis bald. Hey, bis bald. Nächste Woche schalte ich mich noch weiter durch die Welt, um aus erster Hand zu hören, was in anderen Ländern gerade passiert und spreche dann mit Kobi Fahi. Kobi ist der Sänger der israelischen Band Orphanland in Tel Aviv und ihr könnt wie immer Kommentare hier unten hinterlassen, sehr, sehr gerne sogar. Bis zur nächsten Woche, passt auf euch auf, tschüss.